Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner Videoreihe Ein Rasenfreak will's wissen. Heute geht es um die Bodenanalyse und um einen Düngerplan, um die Basics zum Thema Düngerplan. Wir werden heute eine ganze Menge rechnen, also Rechenabläufe euch zeigen. Und am Ende stelle ich euch ganz kurz meine Lösung zum Thema Jahresplanung, Düngerplan vor. Und das machen wir heute in diesem Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr, die treuen Fans dieser Reihe. Ja, cool. Ich schalte also wieder um auf meine Präsi. Wir haben schon eine ganze Menge Videos hinter uns. Heute, wie gesagt, Bodenanalyse und Düngerplan. Und ich habe mal hier gekennzeichnet, was ich in den letzten Wochen und Monaten schon an Themen veröffentlicht habe. Ja, wenn ich das Thema heute durchgezogen habe, das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dauern, dann haben wir noch 5 Themen offen. Ja, und dann ist hoffentlich auch der Frühling da, dann ist Saisonstart. Ich freue mich schon darauf, ihr hoffentlich auch. Fangen wir an mit der Bodenanalyse jetzt. Jetzt, liebe Rasenfreaks, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, eine Bodenanalyse durchzuführen. Und zwar wirklich jetzt. Der Boden ist ausgelaucht. Die letzte Düngung ist lange her. Deswegen, wenn ihr jetzt in den Boden reinschaut, jetzt eure Bodenprobe ins Labor gebt, dann habt ihr eine sehr, sehr realistische Aussage, welche Nährstoffe in eurem Boden überhaupt noch drin sind. Also jetzt machen, jetzt im Februar idealer Zeitpunkt, das dauert so 2 bis 4, vielleicht auch 6 Wochen, je nach Anbieter, bis man dann das Ergebnis zurück hat. Und darauf aufbauend sollte man seinen Düngerplan dann entwickeln, abstimmen. Und deswegen braucht man eine Bodenanalyse. Man muss es nicht jedes Jahr machen. Alle 2 Jahre reicht sicher aus. Die Veränderung im Boden geht nur sehr langsam voran. Auch dazu will ich gleich noch etwas sagen. Ja, wo kann man das machen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Anbieter. Tatsächlich kann man direkt sich an ein Bodenlabor wenden. Zum Beispiel die Lufa Nordwest hier bei uns in der Gegend, die sitzt in Oldenburg. Da kann man auf die Homepage gehen, machen wir gleich mal ganz kurz. Und da kann man tatsächlich sich entsprechende Unterlagen herunterladen. Und da sieht man auch, was das kostet für eine ganz einfache Bodenanalyse. Also einfach mal im Internet googeln. Wir steigen mal um. Das ist jetzt hier die Homepage der Lufa Nordwest, also die für unsere Region hier zuständig ist. Und man muss ein bisschen suchen, deswegen mache ich es einmal ganz kurz. Man geht hier unter Gartenbau und dann unter Haus und Kleingarten. Und dort findet man hier ganz unten Downloads, Haus und Kleingarten, Gartenboden, Kompost, Blumenerde, Gießwasser. Hier also ein Standardformular hier von der Lufa aus Oldenburg. Da müsst ihr eure Adresse eintragen. Und dann müsst ihr ankreuzen, was ihr haben wollt. Ihr könnt eine Bodenprobe abliefern, ihr könnt mehrere Bodenproben abliefern. Ihr müsst dann ankreuzen, was ihr genau für eine Untersuchung haben wollt. Die ist hier beschrieben. Also die einfachste Bodenuntersuchung, Bodenart, Volumengewicht, pH-Wert und die 3 Hauptnährstoffe Phosphor, Kalium, Magnesium bekommt ihr für 19 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Ganz wichtig, damit ich es zumindest mal hier gesagt habe, ihr müsst hier auf eine schriftliche Auswertung verzichten, denn die würde nochmal extra kosten. Denn ich erkläre euch jetzt, wie man oder was man mit diesem Ergebnis macht. Und auf der zweiten Seite ist nochmal beschrieben, mache ich gleich auch nochmal, wie man diese Bodenprobe zu entnehmen hat. Gut, gehen wir zurück. Ja, das ist also die einfachste vielleicht und die direkteste Möglichkeit. Dann gibt es auch verschiedene Online-Anbieter. Ich mache jetzt mal hier tatsächlich ganz offen und ehrlich Werbung für Rasengrün, rasengrün.de. Der Dirk Ramzweig, One-Man-Betrieb. Ich finde, der macht das sehr gut mit seiner Bodenanalyse. Das ist sehr komfortabel, was er euch da so anbietet. Und da schauen wir auch mal ganz kurz rein. Die nennt sich bei ihm Bodenanalyse 2.0. Beginnt nicht bei 29,90, auch da vielleicht gleich der Hinweis, wenn ihr, also muss ich hier reingehen, direkt zum Shop, wenn ihr in den Shop geht, da gibt es dann hier die verschiedenen
Angebote, die verschiedenen Bodenanalysen. Die Basic ist für 29,90 zu haben. Und, oh hier, guck, da stehen sie alle. Also ich bin nicht der Einzige, der für ihn Werbung macht. Okay, und ich glaube, irgendwo gibt es auch eine Bodenanalyse pur, also eine ganz einfache, die ganz einfache Basisanalyse für 24,90. Das ist also nicht viel teurer, als die Lufa direkt für diese Bodenanalyse verlangt. Und dann kriegt ihr eine schöne Auswertung von ihm. Ihr kriegt einen Brief zugeschickt, da ist eine Tüte drin, da ist eine Anweisung drin, das ist schon voradressiert an das Labor. Und das müsst ihr dann nur füllen und abschicken und dann kriegt ihr per PDF, dann per E-Mail das Ergebnis zugeschickt. Auch eine sehr komfortable Sache. Wie gesagt, das ist jetzt hier Werbung für Rasengrün. Und ihr könnt mir ja mal in die Beschreibung schreiben, wenn ihr das vielleicht schon bei Rasengrün gemacht habt, wie ihr damit zufrieden wart. Wäre mir auch ganz interessant, so ein Feedback hier für den Dirk hier in den Kommentaren zu lesen. Gut, gehen wir zurück. Das war also Lösung Nummer 2. Und die dritte Lösung ist tatsächlich einfach mal in einem lokalen Baumarkt, vorzugsweise tatsächlich im Raiffeisenmarkt, nachzufragen, ob die für euch so eine Bodenanalyse machen oder ob die eben euch da unterstützen können, ob ihr da eure Bodenprobe abgeben könnt. Einfach mal fragen im Baumarkt, auch da ist das durchaus oft möglich, eine Bodenanalyse machen zu lassen. Ja, das sind die drei Möglichkeiten. Wenn ihr euch also für irgendwas entschieden habt, dann müsst ihr eben so eine Bodenprobe ziehen und da wollte ich euch jetzt mal ganz schnell die wesentlichen Schritte noch mal kurz erklären, die sinnvollerweise dann durchzuführen sind. Erstmal braucht ihr Werkzeug, also Spaten reicht völlig aus. Dann gibt es diese Golfplatz-Profilspaten, die sind natürlich auch sehr gut geeignet. So ein Bodenprobennehmer, das ist hier so ein kleiner Stecher, also eine Bodensonde. Damit kann man sehr schöne Bodenprobe ziehen. Gibt es übrigens auch bei Rasengrün, also nochmal Werbung für das kleine Gerät hier. Sehr komfortabel. Und ihr braucht einen Eimer, um natürlich eben entsprechend den Boden zu sammeln. Ja, dann müsst ihr möglichst an vielen Stellen auf eurer Fläche mehrere Proben nehmen, also 20, vielleicht sogar 30 verschiedene Stellen. Wenn ihr so eine Mischanalyse, nicht nur an einer Stelle, sondern eben von eurer Fläche ein Mischergebnis. Also schön verteilt dann die Proben ziehen. Dann ist es sinnvoll, in 5 bis 10 cm Tiefe den Mutterboden zu entnehmen. Nicht oben die Grasnarbe, das Gras mit in die Probe zu packen, sondern wirklich den Boden selber in der Tiefe von 5 bis 10 cm zu entnehmen. Weil an der Stelle wollen wir halt wissen, welche Nährstoffe da nun wirklich drin sind. Das sind in der Regel so 300 Gramm bis einen halben Liter von der Menge, dass ihr mal so ein Gefühl dafür habt, oh, schon ein bisschen was. Und ganz wichtig, das in eine entsprechende Verpackung zu packen. Am besten so einen Gefrierbeutel, so einen verschließbaren Plastikbeutel. Ganz wichtig, mit dem Edding, wasserfesten Edding, diese Verpackung zu beschriften, euer Namen, wo das herkommt, damit eben die im Labor auch letztendlich die Probe dann zu eurem Auftrag zusortieren können. Ja, so macht man das. Und jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. Jetzt gibt es ein Ergebnis, bei der Lufa hat das, ich glaube, keine 2 Wochen gedauert. Ich habe das im November machen lassen. Und dann kriege ich jetzt so einen Bericht, auch per E-Mail zurück. Und den schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Also hier steht das, Probeentnahme unbekannt. Das war halt kurz vorher, 2-3 Tage, dann war die Probe da. Die ist am 11.11. ist die eingegangen und die Prüfung war am 14.11. abgeschlossen. Und hier unten stehen nur die Ergebnisse. Die gehen wir jetzt im Einzelnen mal durch. Ich fange mit der Bodenart an. Ich habe ja angegeben, na, ich Golfabschlag, das habe ich tatsächlich hier in meinem Golfabschlag machen lassen, weil ich da ja gerade die Rasenfläche erneuere und halt wissen wollte, na, was ist der Boden, ist der überhaupt geeignet? Wie sind denn da eigentlich die Nährstoffverhältnisse? Als erste kriegt ihr eine Aussage zur Bodenart, das wird tatsächlich von Hand gemacht, also die haben dann so ein gewisses Fingerspitzengefühl. Und da gibt es noch eine schöne Erklärung dann auf der Homepage von der Lufa. Und zwar steht da ganz genau, was denn dieses große S und dieses H in Klammern eigentlich bedeutet. Nämlich das S bedeutet ganz einfach, ich habe auf meinem Abschlag einen Sandboden, tatsächlich einen reinen Sandboden. Sehr interessant. Und dieses H, dieses kleine H in Klammern bedeutet, der ist sehr humusarm. Da ist also ganz wenig Humus drin. Eigentlich tatsächlich, und das hat mich selber schon ein bisschen überrascht,
ein wirklich perfekter, sandiger Boden für eine schöne Rasenfläche. Also ganz cool. Genau, wenn man genauer wissen will, Stichwort Körnungslinie, ich habe es ja in diesem Video mal erklärt, dann kann man das auch machen lassen. Ist nicht bei der Lufa, da gibt es andere Labore, wo man eben auch die Korngrößenverteilung in seinem Boden prüfen lassen kann. Habe ich selber noch nicht gemacht. Mache ich vielleicht nochmal ein Video zu. Würde ich gerne auch mal selber wissen, wie so ein Ergebnis dann von so einer Körnungslinie vom eigenen Boden aussieht. Das nur am Rande. Ja, also wie gesagt, hier immer nochmal wieder erwähnt, Links findet ihr alles unten in der Beschreibung. Okay, ja, weiter geht's. Dann haben wir natürlich einen pH-Wert, ganz wichtig. Der ist schockierenderweise bei mir immer noch sehr, sehr tief bei 5,0. Obwohl bei sandigen Böden darf der auch relativ tief sein. Die sagen selber hier, für so einen Sandboden ist 5 bis 5,6 noch okay. Empfehlen aber eine Kalkung. Sagen hier 7 Dezitonnen pro Hektar. Das sind umgerechnet, ich habe lange hin und her gegoogelt, dass ich es nicht falsch sage, sind tatsächlich 70 Gramm Calciumoxid pro Quadratmeter. 70 Gramm, die ich auf meine Fläche streuen sollte, um den pH-Wert ein bisschen anzuheben. Der ist tatsächlich ein bisschen zu tief. Ja, weiter geht's. Jetzt kommen die Hauptnährstoffe. Phosphor, Stickstoff gibt es in der Regel nicht, weil Stickstoff ist so schnell aus dem Boden heraus, dass sich da eine Analyse überhaupt nicht lohnt. Wenn man die Analyse eingereicht hat, hat sich in 2 Wochen der Stickstoffwert im Boden so stark verändert. Das macht in der Regel keinen Sinn, da die Stickstoffwerte zu prüfen. Aber Phosphor, Kalium, Magnesium, das sind die pflanzenverfügbaren Hauptnährstoffe. Diese Ergebnisse kriegt man jetzt. Und ja, und jetzt ist die Frage, jetzt steht da eine 19. 19 Milligramm pro 100 Gramm Boden oder 7 oder 9. Was fange ich damit nun an? Ja, und da hat mir tatsächlich dann auch meine Greenkeeper-Ausbildung richtig geholfen, denn es gibt eine Aussage, eine Bewertung dieser Werte. Also alle Werte in Milligramm pro 100 Gramm Boden. Und da gibt es jetzt tatsächlich für Phosphor, Kalium und Magnesium eine Einordnung. Und 19, fangen wir mal an mit dem Phosphor, 19 Milligramm Phosphor pro 100 Gramm Boden ist ein sehr, sehr hoher Wert. Das ist viel zu hoch. Ich habe viel zu viel Phosphor im Boden. Das ist übrigens sehr typisch. Phosphor ist tatsächlich in den meisten Böden in ausreichender Form vorhanden. Bei mir schon viel zu viel Phosphor. Also da muss ich drauf reagieren. Das ist nicht gut, das ist nicht notwendig. Und das ist auch letztendlich für meine Pflanzen, für meinen Boden gar nicht so gesund. Kalium ist top, ne? 7, genau in der Mitte, also perfekter Wert. Und Magnesium ist auch leicht erhöht. Und das kann ich jetzt natürlich für meine Düngung auch nochmal übersetzen. Das heißt eben, wenn ich jetzt dünge, dann muss ich sehen, dass ich meinen Phosphorwert in den Düngern stark reduziere, also möglichst einen Dünger verwende, der keinen Phosphor hat. Kalium kann genau in dem Verhältnis sein, erzähle ich gleich, wie das aussehen wird, dass ich mir da so vorstelle. Und Magnesium müsste ich tatsächlich auch etwas reduzieren, da ist der Wert auch schon bei 9 relativ hoch. Ja, diese Tabelle, die habt ihr jetzt. Also wenn ihr eine Bodenanalyse durchführt, dann könnt ihr anhand der Tabelle erstmal ganz grob selbst eine Aussage machen, ob ihr eben eure Düngergaben anpassen müsst oder nicht. Ja, ich muss es tun. Gut, gehen wir weiter. Jetzt gibt es hier, das kann man auch dazu bestellen, eben auch die Mikronährstoffe, Analyse der Mikronährstoffe, Kupfer, Zink, Mangan und Bor und vielleicht auch noch weitere. Das müsste man auch dann zur Not mit dem Labor, also mit der Lufa, mal abstimmen. Da kann man auch anrufen und nachfragen. Ich glaube, ich habe es nicht getan, aber die sind da bestimmt sehr freundlich. Und auch dazu habe ich aber ein paar Kennzahlen mitgebracht, auch aus dem Greenkeeper-Kurs. Und auch sind das Angaben der Lufa selbst. Und zwar, wo liegen jetzt hier gerade diese wichtigsten Nährstoffe für Rasengräser, nämlich Bor, Kupfer, Eisen, Mangan und Zink? Wo liegen die? Wo ist deren optimaler Bereich im Boden? Da geht es hier jetzt hier um Milligramm pro Kilogramm Boden oder Parts per Million. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass das mit den Einheiten immer übereinstimmt bei dem Ergebnis.
Und das habe ich euch auch hier nochmal reingehängt. Könnt ihr euch ja mal aufschreiben, abschreiben oder anschauen. Und hier noch eine Bewertung, wie wichtig ist eigentlich dieser Mikronährstoff für Rasengräser. Also Kupfer ist sehr wichtig, Eisen ist relativ wichtig und Mangan ist auch ein ganz wichtiger Wert. Ja, also wenn ihr auch eine Mikronährstoffanalyse machen lasst, habt ihr hier nochmal einen Anhaltspunkt, wie diese Werte eigentlich liegen sollen. So, ich komme gleich nochmal dazu. Diese Tabellen gibt es auch in meinem Jahresplaner. Da könnt ihr die auch mal nachlesen. Okay, jetzt geht es um das Thema Düngen. Jetzt haben wir ja eine Analyse. Wir wissen, was in meinem Boden los ist. Und jetzt muss ich einen Düngerplan erstellen. Und wie fange ich an? Und tatsächlich fange ich erstmal mit dem Zielwert, mit meinem Ziel für die Stickstoffmenge pro Jahr an. Also ich muss mir überlegen, wie viel Stickstoff will ich pro Jahr auf meine Fläche bringen? Und das ist natürlich abhängig von verschiedenen Dingen. Natürlich einmal von der Nutzung, wenn ich also sehr viel mähe, wenn der Rasen sehr stark belastet wird, durch Sport zum Beispiel, dann muss ich auf jeden Fall mehr Stickstoff düngen. Das hängt auch sehr stark von den Gräserarten ab. Die einen brauchen viel Stickstoff, die anderen brauchen wenig Stickstoff. Die Lolium braucht viel Stickstoff. Die Festuca Lolium Paene, Andreas, ne? Gräserart, Lolium Paene. Die Festuca Rubra zum Beispiel, die braucht sehr wenig Stickstoff. Das sind genau die Einflussfaktoren, da gibt es auch noch ein paar mehr, die halt eben diesen Zielwert durchaus beeinflussen. Und auch, ob ich das Schnittgut, also den Rasenschnitt, liegen lasse oder nicht, das hat auch durchaus einen Einfluss. Ja, der zweite Punkt ist, ich muss daraus dann oder ich leite dann daraus tatsächlich meine Düngemengen ab für Phosphor, Kalium und Magnesium. Wie tue ich das? Ja, da gibt es tatsächlich ein sogenanntes Nährstoffverhältnis, also eine Beziehung zwischen Stickstoff und diesen Nährstoffen. Das ist natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, abhängig von der Bodenanalyse. Und auch tatsächlich ein bisschen abhängig von den Gräserarten, denn die einen Gräser brauchen mehr Kalium zum Beispiel als die anderen Gräser. Auch dazu kann ich euch dann eine Tabelle zur Verfügung stellen. Ja, der nächste Punkt ist, jetzt muss ich mir überlegen, wie oft will ich eigentlich düngen? Wie oft will ich Dünger auf meine Rasenfläche streuen? Und wie sollten dann die einzelnen Düngergaben überhaupt aussehen? Das muss ich festlegen, das muss ich überlegen. Will ich nur dreimal im Jahr düngen, vielleicht sogar nur einmal im Jahr? Geht das überhaupt? Oder wie wir jetzt, wir Rasenfreaks, tatsächlich auch doch immer mehr machen, ist sehr viel öfter, sechsmal im Jahr düngen, um eine ganz gleichmäßige Nährstoffversorgung sicherzustellen. Ja, da spielt auch die Grenzwerte für die maximale Stickstoffmenge eine Rolle. Natürlich die Düngerformen, ist es ein Langzeitdünger, ist es ein schnell wirkender Dünger und die Jahreszeit. Im Frühjahr mehr Stickstoff, im Herbst mehr Kalium, im Sommer vielleicht ausgeglichen. Da kann man dann sich so eine Strategie entwickeln. Und die muss tatsächlich aus meiner Sicht wirklich ein Stück weit jeder selber für seine Rasenfläche entwickeln. Ich finde es schwierig, dass man so vorgefertigte Düngerpläne auf den Tisch gelegt bekommt und die dann einfach für seine Rasenfläche benutzt. Das muss eben zu den eigenen Verhältnissen im Boden nicht passen. Zur Bodenart muss das nicht unbedingt passen. Das kann Probleme bei den Gräsern geben. Also ich plädiere sehr dafür, sich selber ein paar Gedanken zu machen, was wäre eigentlich eine sinnvolle Düngung für meine Fläche. Ja, wie viel Stickstoff? Wie viel Stickstoff nun? Andreas, wie viel Stickstoff denn nun? Mann, sag doch mal. Hier steht's. Ja, es gibt da verschiedene Angaben aus verschiedenen schlauen Büchern. Ein ganz wichtiges Buch, habe ich schon oft erwähnt, ist das Handbuch Rasen. Wo habe ich's? Ja, irgendwo da am Computer. Ja, im Handbuch Rasen steht drin, wieso gerade für Sportplatzflächen die empfohlenen Stickstoffmengen in Gramm pro Quadratmeter pro Jahr sind. Dann habe ich hier nochmal ein paar Gräserarten dazu genommen, also welche Gräserarten brauchen eigentlich wie viel Stickstoff. Also zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, hier Spielrasen, 15 bis 20 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter pro Jahr. Ja, so ein Golfplatzgrün oder ein Sportplatz
hier ein Sportplatz, ein Fußballplatz, der liegt schon so maximal bei 25 Gramm. Auch ein Golfplatz grün bei 25 Gramm. Das sind Werte, auch ganz interessant, die waren vor 10 Jahren, 15 Jahren deutlich höher. Man hat also insgesamt, also auch in der Fachwelt, die Düngermengen, gerade die Stickstoffmengen, drastisch zurückgenommen. Was früher so bei 35 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter lag, liegt heute bei 25. Also da hat sich tatsächlich eine Menge verändert. Viele versuchen ja auch noch weiter runterzugehen. Gerade wenn die Festuca rubra in der Rasenfläche dominiert, dann geht man schon auf 10 runter. Teilweise gibt es Philosophien, die sagen, dass man auf bis zu 5 Gramm N pro Quadratmeter pro Jahr runtergehen kann oder sollte. Dazu kommen wir auch nochmal in einem der nächsten Videos, nämlich das ist das Stichwort Disturbance-Theorie. Also ne, die Festuca liegt hier so, jetzt zumindest bei diesen Zahlen hier, bei 10 bis 15 Gramm N pro Jahr. Also da habt ihr jetzt mal einen Anhaltspunkt, was so eine sinnvolle Stickstoffmenge ist. Ja, und nun und dann, was machen wir jetzt? Ja, jetzt kommt halt das Nährstoffverhältnis. Das ist auch eine Formel, die ich jetzt an der Deuler in Kempen in meiner Greenkeeper-Ausbildung gelernt habe. Und zwar das Verhältnis Stickstoff zu Phosphor, zu Kalium, zu Magnesium. Und das ist 1 zu 0,3 zu 0,8 zu 0,2. Das ist ja ein Erfahrungswert aus meiner Sicht, der für sandige Böden gilt, also auch insbesondere für Golfplatzgrüns gilt. Das ist so das, was jetzt gelehrt wird in der Expertenwelt, also bei den Greenkeepern. Das ist genau die Vorgabe, die wir auch anwenden müssen, wenn wir zum Beispiel eine Prüfung machen zum geprüften Greenkeeper. Also 1 zu 0,3 zu 0,8 zu 0,2. Also man sagt sein Zielwert Stickstoff und dann rechnet man die anderen Werte dazu aus. Wir machen ein Beispiel. Hier zum Beispiel beim Spielrasen haben wir ja schon gesagt, nehmen wir mal jetzt den oberen Wert, 20 Gramm Stickstoff pro Jahr. Also wir haben eine schöne Spielrasenfläche und wollen die jetzt im Jahr düngen. Und jetzt kommt die Rechnerei. Also jetzt wird es echt ein bisschen dramatisch. Die Basis ist Stickstoff, 20 Gramm. Daraus errechnet sich nach diesem Nährstoffverhältnis natürlich der Wert für Phosphor, für Kalium und für Magnesium, nämlich 6, 16 und 4. So, jetzt geht's weiter. Gleich geht's weiter. Pro Quadratmeter pro Jahr, selbstverständlich. Daraus abgeleitet. Und jetzt passen wir natürlich diese Werte nochmal an, weil wir ja eine Bodenanalyse gemacht haben. Wir gucken nochmal ganz schnell drauf. Wir haben ja gesagt, oh, Phosphor viel zu viel im Boden, Kalium super, Magnesium auch ein bisschen zu viel. Also jetzt kann man sich überlegen, wie passe ich jetzt meine Nährstoffgabe pro Jahr an? Das ist jetzt sehr schwierig festzulegen. Also wenn ich sage, ich habe sehr viel Phosphor im Boden, könnte ich sagen, ich dünge gar kein Phosphor. So ganz ohne Phosphor, sagt dann der eine oder andere Experte, ist auch nicht gut. Also gerade wenn man nachsät, und zum Start in die Saison so ein bisschen Phosphor im Dünger drin, schnell verfügbarer, guter Phosphor im Dünger drin, ist nicht schlecht. Also vielleicht 1 bis 2 Gramm pro Jahr. Das wäre jetzt mal so ein Ansatz aus meiner Sicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Kalium war okay. Magnesium war auch ein bisschen zu viel. Also auch da könnte ich durchaus die Magnesiummenge pro Jahr reduzieren. Gut, jetzt kommt die Dosierung. Das muss ich ja, ne, verteilen. Ich sage, ich will 3-mal pro Jahr düngen und ich weiß, am Anfang des Jahres, da braucht der ausgelaugte Boden, da braucht mein schlappes Gras erstmal so ein bisschen mehr Stickstoff. Also fange ich mit 8 Gramm Stickstoff in der ersten Düngung an und dann mache ich 2-mal 6 Gramm. Ist eine ganz willkürliche Festlegung. Da muss ich auch überlegen, was ist sinnvoll, wie mache ich es. Ich kann das verschieben, aber das mache ich ganz individuell. Und entscheide selbst, was ich da gut finde. Das ist jetzt nur mein Ansatz, so würde ich es tun. Ihr könnt euch das dann ja, ganz frei überlegen. Also, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir einen Dünger auswählen. Und da gibt es ja eine riesige Anzahl an Düngern.
Ich nehme jetzt nicht, weil ich mit Compo irgendwie eine Kooperation habe, sondern weil ich diesen Dünger als Beispiel schon in meinem letzten Video genommen habe, nehme ich jetzt nochmal den Floranit Twin Eagle Master von Compo. Das ist ein super teurer Golfplatzdünger, der ist nur als Beispiel jetzt hier mal drin. Und den schauen wir uns jetzt mal an und den werden wir jetzt mal als Startdünger, als ersten Dünger verwenden. Ja, und wie mache ich das jetzt? Ja, jetzt kommt die zweite. Jetzt kommt die zweite Formel. Wir wollen 8 Gramm Stickstoff in der ersten Düngung streuen und haben in dem Dünger 19% Stickstoff drin. Also 8 Gramm wollen wir streuen, 19%. Wie rechne ich jetzt die erste Streumenge aus? Gut, und da gibt es die sogenannte Basisformel, eine ganz einfache Formel, die man sich merken kann, aber nicht merken muss, die man auch sich selber herleiten kann. Ich nehme die Zielnährstoffmenge, nämlich die 8 Gramm, rechne mal 100 und teile den Wert durch den Nährstoffgehalt im Dünger in Prozent. Und das ergibt dann die Düngermenge in Gramm pro Quadratmeter, also Zielnährstoffmenge mal 100 durch Nährstoffgehalt in Prozent. Und wenn ich das mal jetzt hier einsetze, komme ich natürlich auf 8 mal 100, also auf 800 durch 19. Und wenn ich einen Taschenrechner habe, sind das 42 Gramm pro Quadratmeter. Also um 8 Gramm Stickstoff auf meine Fläche zu streuen, brauche ich 42 Gramm von diesem Dünger pro Quadratmeter. Und jetzt kann ich natürlich auch die anderen Nährstoffmengen ausrechnen. Da steht ja hier 19, 5, 10 plus 2. 19, 5, 10, das ist immer NPK, das ist festgelegt, das ist standardisiert. Also 19% Stickstoff, 5% Phosphor und 10% Kalium. Die 2 in Klammern ist in diesem Fall Magnesium, kann aber auch was anderes sein. Also 5% Phosphor. Ich habe 42 Gramm gestreut, das heißt 42 Gramm mal 5%. Ich streue damit 2,1 Gramm Phosphor auf meine Rasenfläche. Genauso mit dem Kalium sind das 4,2 Gramm und das Magnesium wären dann 0,8 Gramm. Ja, aber jetzt habe ich ein Problem. Ich habe ja jetzt schon mit diesem Dünger 2,1 Gramm Phosphor auf meine Fläche gestreut und ich wollte ja nur 2 Gramm pro Jahr auf meine Fläche streuen. Das ist nicht so gut. Hat nicht funktioniert. Tatsächlich, es ist nicht wirklich der richtige Dünger, wenn ich ein Phosphorproblem im Boden habe. Also nehme ich einen zweiten Dünger. Auch jetzt hier nur mal ein Beispiel. Auch den Dünger habe ich im letzten Video, wie gesagt, verwendet. Deswegen hier als Beispiel nochmal den Basatop Fair. Ein sehr schöner, tatsächlich ein sehr schöner mineralischer Startdünger, den ich auch früher sehr gerne genommen habe. Heute mache ich es anders, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, also rechnen wir also nochmal. Wieder 8 Gramm Stickstoff mal 100 durch in diesem Fall 25% Gehalt im Dünger sind tatsächlich nur 32 Gramm Dünger für die erste Streumenge. 32 Gramm pro Quadratmeter für die erste Streumenge. Und wenn ich das jetzt natürlich einsetze, dann komme ich auf andere Werte für Phosphor, Kalium, Magnesium. Nämlich auf nur noch 1,6 Gramm Phosphor, auf 2,6 Gramm Kalium und die Magnesiummenge ist ein bisschen höher. Und da seht ihr jetzt, hier steht eine plus 3 auf dem Dünger drauf. Tatsächlich ist das aber in diesem Fall nicht Magnesium. Wenn man jetzt hinten die Beschreibung liest, dann sind nur 1,2% Magnesium in diesem Dünger drin. So, und das ist ja schon mal ein besserer Ansatz. Also, ich habe einmal im Jahr gedüngt und jetzt denke ich ja ganz praktisch, Mensch, ich habe den Dünger, also nutze ich den Dünger auch für die zweite Streumenge, also für die zweite Düngung im Jahr. Und da will ich ja nur 6 Gramm Stickstoff düngen. Also machen wir das Ganze nochmal. Machen wir den ganzen Spaß, die ganze Rechnung nochmal. Hier fliegt irgendwie eine Mücke rum. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Eine Mücke. Eine Riesenmücke. Da, eine Riesenmücke. Da, eine Riesenmücke. Ich hoffe, ihr seht es. Horror. Okay, also wir machen jetzt die gleiche Rechnung auch nochmal. Entschuldigt. Ich war gerade abgehängt. Ich hätte die Mücke hin und her.
irre. Also 6 Gramm N mal 100 durch 25 ergibt für die zweite Düngung nur 24 Gramm pro Quadratmeter. Und wenn ich das dann einsetze, kriege ich genau diese Grammwerte für die anderen Nährstoffe. Naja, und jetzt sehe ich hier 1,2. In der ersten Düngung hatte ich schon 1,6 Gramm Phosphor auf die Fläche gebracht. Jetzt sind es nochmal in der zweiten Düngung 1,2 Gramm, dann bin ich schon über 2,8 Gramm. Und ich will ja noch einmal düngen im Jahr. Also auch hier stelle ich jetzt fest, der Dünger ist nicht wirklich geeignet. Also diese Phosphormenge hier von 5% im Dünger, die funktioniert nicht. Das ist nicht gut. Also falscher Dünger. So, und jetzt gibt es eben, und jetzt mache ich mal wieder Werbung für die Dünger, die ich ja nun gerade verwende, von Grasshopper. Es gibt natürlich auch Dünger, auch von anderen Herstellern, keine Frage, gibt es Dünger, die haben überhaupt kein Phosphor in dem Granulat. Also hier zum Beispiel der Grasshopper Nero, der hat eben 10% Stickstoff, 0% Phosphor und 4% Kalium. So, und wenn ich den jetzt einsetze, dann habe ich eben keinen weiteren Phosphor gestreut. Und ich bräuchte jetzt hier, jetzt können wir mal im Kopf rechnen, ne, 10%, also 6 mal 100 sind 600. Nee, Quatsch. Ja doch, 6 mal 100 durch 10, also durch 10%, sind tatsächlich 60 Gramm. 60 Gramm pro Quadratmeter von dem Dünger, damit ich auf diese 6 Gramm Stickstoff komme. Und solche Dünger sind halt eben für so eine dreimalige Düngung im Jahr nicht wirklich geeignet. Diese Dünger muss man wesentlich öfters verwenden, also wesentlich öfters düngen, um dann die Nährstoffmengen auf die Fläche zu kriegen und eine auch tatsächlich gleichmäßige Nährstoffversorgung sicherzustellen. So, und weil das alles so kompliziert ist, kann man zwei Dinge tun. Keine Frage, man kann einen Standard-Düngerplan sich irgendwo hier besorgen, kann man machen. Oder man kann aber auch mit, und jetzt mache ich Werbung wirklich für meinen Jahresplaner, und man kann auch meinen Jahresplaner verwenden. In diesem Jahresplaner habe ich genau diese Dinge, die ich jetzt gerade euch erklärt habe, die man auch händisch rechnen kann, in Formeln eingearbeitet. Ich habe hier einen, hier könnt ihr euren Plan hier ganz einfach eintragen. Hier könnt ihr eure Bodenanalyse in der Version 5.0, ist jetzt ganz neu rausgekommen, könnt ihr eure Bodenanalyseergebnisse mit eintragen. Ihr habt hier die Stickstoffmengen, die ich als Empfehlung euch vorhin gezeigt habe. Hier habt ihr dann grafisch die Ergebnisse in der Übersicht, wie viel Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium ihr pro Jahr eben dann mit diesem Plan auf die Fläche gebracht habt. Im zweiten Reiter, das ist eine Excel-Tabelle, habe ich eine ganze Reihe von Düngern eingetragen mit den verschiedenen Nährstoffangaben, alles schon eingetragen, könnt ihr erweitern, könnt ihr verändern. Und auf der dritten Seite, im dritten Register, im dritten Reiter, habe ich diese ganzen Informationen, die ich jetzt tatsächlich in meiner Greenkeeper-Ausbildung gelernt habe, für euch mit eingetragen. Das ist neu, das gab es bis jetzt noch nicht. Also ich habe den Jahresplaner, meinen Jahresplaner überarbeitet. Das ist jetzt in die Version 5.0. Wir gehen jetzt tatsächlich ins fünfte Jahr mit dem Jahresplaner. Der den Jahresplaner schon gekauft hat, kriegt kostenlos dieses Update. Selbstverständlich, das war versprochen. Wer ihn noch nicht gekauft hat, der kann ihn jetzt, bis Ende März, kann er ihn kaufen zu einem Angebotspreis für 1,99. Ich möchte dafür Geld haben. Ja, ich gebe das jetzt nicht kostenlos heraus, diese Datei, weil ich da richtig viel Arbeit reingesteckt habe. Und weil ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr hilfreiches Tool ist. Also ihr könnt das Ding jetzt bis Ende März für 1,99 bei uns im Shop kaufen. Kriegt ihr dann nur eine Datei zum Herunterladen. Was heißt nur? Ihr kriegt diese Excel-Datei zum Herunterladen. Link steht in der Beschreibung. Ja, ich werde auch nach diesem Video noch ein Tutorial erstellen für den aktuellen Jahresplaner. Also nochmal ganz ausführlich die Arbeitsweise mit dem Jahresplan erkläre. Das mache ich jetzt hier nicht.
Ich bin jetzt hier soweit fertig mit dem Thema Bodenanalyse. Jetzt eine Bodenanalyse machen und dann selber sich einen Düngerplan erstellen. Die Idee war halt, euch das so ein bisschen zu vermitteln, wie das tatsächlich funktioniert und wie man eigentlich zu den tatsächlichen Nährstoffmengen kommt. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich bin durch. Ich bin am Ende meines Videos. Wir haben jetzt noch 5 Themen vor uns. Dann ist diese Videoreihe vorbei. Dann habe ich mein ganzes Wissen. Ich denke wirklich mein ganzes Wissen, was ich in den 2 Kursen hier gelernt habe letztes Jahr, an euch weitergegeben. Ich hoffe, es gefällt euch weiterhin oder jetzt erst recht. Keine Ahnung, gebt mir einen Daumen, abonniert mich gerne, freue ich mich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr dabei bleibt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, euer Rasenfreak. Ja, ist jetzt wieder durch. Yeah. Macht's gut.